Willkommen, meine lieben Freunde, zum letzten Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi Battle hier auf diesem Kanal. Ja, Ultra Sonne und Ultra Mond stehen vor der Tür, weshalb ich mir etwas ganz Besonderes überlegt habe für das allerletzte Wi-Fi Battle. Und zwar verwende ich mein allererstes Sonne und Mond Wi-Fi Battle Team, was ich hier auf YouTube gezeigt habe. Und zwar ein Team, welches natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich gut wäre. Damals dachte man zum Beispiel, dass Grandiras ein sehr starkes Pokémon im Meta werden wird, ist aber nicht passiert. Das sind alles Pokémon, die im RU oder darunter gelandet sind, deshalb habe ich nach einem RU-Team gefragt, beziehungsweise nach einem Gegner, der ein RU-Team mitbringt, Hilfe. Natürlich ist das jetzt hier trotzdem kein RU-Team und nicht aufs Meta angepasst, sondern einfach, wie gesagt, mein Team vom allerersten Battle. Und ich hoffe, dass ich damit irgendwas reißen kann. Und zwar spielen wir hier gegen Barty Dragon. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, jetzt auch zu Ultrasonne und Ultramond, empfehle ich euch, auf Twitter vorbeizuschauen. Da poste ich immer, wenn ich nach Kämpfen suche. Oder auf meinem Discord-Server, da poste ich ebenfalls, wenn ich nach Kämpfen suche. Und wir sehen auf der gegnerischen Seite ein Tektas, ein Donphan, Bronzong, Turtok, Tandrak und Kurelei. Nebenbei, wenn ihr die Sets von diesen Pokémon sehen wollt, dann schaut in die Beschreibung. Wie gesagt, es sind Sets, die jetzt aktuell nicht mehr wirklich gut sein werden, größtenteils. Deshalb, ja, nicht wundern, ne? Das ist, wie gesagt, ein Team, was vor einem Jahr fast entstanden ist. Super interessant, das ist, keine Ahnung, das ist ein super komisches Gefühl, mit dem Team jetzt hier wieder zu kämpfen. Und mal gucken, was ich hier so mit reißen kann. Okay, ich sehe auf jeden Fall, dass Donphan ein kleines Problem ist, denn ich habe da offensiv tatsächlich nicht so viel gegen. Das Ding checkt halt relativ viel aus meinem Team. Ich muss gerade mal schauen, was für ein Set hatte ich auf Kolossand? Ich glaube, ich hatte da Gigasauger oder so drauf, oder? Ja, hatte ich. Das heißt, das wäre eben noch eine Möglichkeit, um das Ding ein bisschen besser zu treffen. Ich glaube tatsächlich auch, dass Donphan in Elite geschickt wird. Donphan oder Tektas? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich rechne eher mit Donphan, weil das mein Volvo-Lied ein wenig covern würde. Ich habe auch in letzter Zeit keine Wi-Fi-Battles mehr gegen Zuschauer gemacht. Aber zu Ultrasonne und Ultramond wird sich das Ganze wieder ändern. Und ja, freut euch also darauf, wenn ihr das gerne seht. Aber natürlich auch Wi-Fi-Battles gegen andere YouTuber und so weiter werden natürlich weiterhin kommen. So, mal gucken, was wir hier so machen können und reißen können. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, denn es ist halt wirklich ein komisches Gefühl. Und vielleicht werde ich auch ein wenig versuchen, so ein wenig die Sonne-Mond-Zeit zu reflektieren, wenn ich die Zeit dafür habe. Mal schauen, mal schauen. So, wir sehen jetzt hier Kolossand gegen Turtok tatsächlich. Okay. Das ist auch verständlich, gegen Volvorok ist das ein sehr guter Lead und das ist ein kleines Problem. Denn, ja, ich bin ein Boden-Pokémon und habe natürlich die Fähigkeit, um daraus ein wenig, ja, Gewinn zu ziehen, wenn er auf eine Wassertage geht. Aber Problem ist, dass ich trotzdem nicht drin bleiben möchte. Deshalb überlege ich jetzt gerade in meinen Affen zu gehen, also in Kommandutan. Und ich glaube, das Ding war speziell defensiv. Oder habe ich das physisch defensiv gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, ich glaube... Ja, Kommandutan habe ich speziell defensiv ausgerichtet. Also, versuchen wir es einfach mal damit. Ich hoffe, dass ich nicht geburnt werde von dem Siedewasser, der jetzt wahrscheinlich kommt. Ja, doch. Ich glaube, da wird jetzt ein Siedewasser kommen. Oder Toxin könnte natürlich auch kommen. Mal gucken. Eisstrahl sogar. Okay, er wollte nicht die Fähigkeit aktivieren. Interessant, interessant. Das soll gar keinen Schaden machen. Und glücklicherweise keinen Freeze. Also hier speziell defensives Kommandutan. Macht hier die Arbeit, Jungs. So, was machen wir hier? Ich habe ein Ränkeschmied Donnerblitz-Set. Will ich hier auf Ränkeschmied gehen? Was hat er denn noch so im gegnerischen Team? Oder in seinem Team? Also er hat Donphan, was er in Donnerblitz reinwechseln könnte. Er hat sein Bronzong, was relativ gut hier reinkommen könnte. Und ich glaube tatsächlich, dass er auch hier Bronzong reinwechseln wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Will ich hier einen Double wagen? Tatsächlich würde ich das echt gerne machen. Das Problem ist, dass ich, wenn ich hier einen Double ziehen möchte, in Fuego gehen würde. Und wenn er hier tatsächlich drin bleibt und einfach auf Siedewasser geht, um den Burn zu bekommen, habe ich ein kleines Problem. Aber ich glaube tatsächlich, dass er hier keinen Grund hat, nicht in Bronzong zu gehen. Und deshalb wage ich hier mal einen Double. Ich bin schneller. Er ist nicht gedoubled, oder? Nicht rausgewechselt, oder? Kann das sein? Toxin, ja, habe ich mir schon was gedacht. War auch noch eine andere Option. Okay, passt schon. Ich werde jetzt einfach auf Kehrtwende gehen. Schade, der Double hat nicht geklappt, aber das ist okay. Jetzt weiß ich schon mal ungefähr ein wenig, was für ein Set das ist. Toxin, Eilstrahl, wahrscheinlich Siedewasser und dann Turbodreher. So, gehen wir hier auf die Kehrtwende. Ich möchte natürlich hier mein Fuego behalten, das Ding ist wichtig. Allein für dieses Bronzong, weil ich dagegen tatsächlich nicht so viel habe. Also muss ich da ein wenig aufpassen. So, Turtok. Turtok, Turtok, Turtok. Okay. Was machen wir gegen dich? Wir müssen eigentlich wieder in Maurice gehen, oder?
an meinen Kommandutan. Und dann gehen wir einfach auf Donnerblitz. Jetzt wissen wir Bescheid, dass er vielleicht drin bleiben könnte. Er geht auf Siedewasser, ist okay. Ah, das ist schade. Das ist echt schade. Bitte kein Burn. Okay, gut. Das ist halt schade, dass ich hier zu viel predicted habe. Natürlich, der Predict-RP, der darf hier nicht fehlen. Auch nicht im letzten Sonne-Mond-Wi-Fi-Battle. Wie viel habe ich jetzt überhaupt mittlerweile? 80? 81? Ich weiß gar nicht, welches Battle das ist. Das hätte ich vielleicht vorher nachschauen sollen. Moment, ich schaue ganz kurz mal nach, weil das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. Das ist das 80. Wi-Fi-Battle, glaube ich. Ja, doch, müsste. Das heißt, wir enden hier sogar auf eine gerade Zahl, was ganz cool ist. Nebenbei, ich gehe hier auf Donnerblitz. Bin dieses Mal safe, aber er geht leider dieses Mal raus. Schade, schade. Und geht dieses Mal in Bronzong. War schon fast zu erwarten, aber machst du nichts. So, auf jeden Fall ist das eben ziemlich krass. 80 Wi-Fi-Battles. Das ist echt eine lange Zeit. Und viele Battles. Aber ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe mal, dass Ultrasonne und Ultramond auch, ja, doch lange für uns den Spaß bringen können. Weil das Problem war, dass Oras beispielsweise nach XY nicht so viel verändert hat und viele das Meta schon nach kurzer Zeit sehr langweilig fanden, wenn dann überhaupt. Auf jeden Fall, ja, deswegen hoffe ich mal, dass das zu Ultrasonne und Ultramond nicht so extrem wird. Okay. Problem ist, dass ich nicht viel Schaden gegen das Ding hier mache. Also bringt es ja auch nichts, auf Ränkeschmied zu gehen. Er wird auch sehr wahrscheinlich die Tarnschäden rausholen. Also ich gehe hier auf Fuego. Ich mache hier jetzt hier den Play erstmal und gehe auf Fuego. Denn ich möchte ein bisschen offensiven Druck aufbauen. Und ich werde hier wahrscheinlich auch auf die sehr effektive Attacke dagegen gehen. Ich werde hier nicht mit Kehrtwende predikten, weil ich mir vorstellen kann, dass er prediktet, dass ich predikte. Aber eigentlich wäre sein bester Play, hier in Donphan zu gehen. Oder auch Turtok, das wäre auch okay. Problem sind jetzt hier die Tarnsteine ein wenig, also die sind nervig. Weil ich habe, glaube ich, kein Hazard Removal in dem Team. Was ein bisschen blöd ist, aber okay. Also gehen wir jetzt hier. Na, ich möchte nicht auf Flamblitz gehen, ich will eigentlich auf Dark Lariat gehen. Und ich glaube, ich werde das auch hier auch machen. Weil ich möchte halt nicht zu viel Rückstoß jetzt hier fressen. Eigentlich ein Comfy, okay. Sehr interessant, weil Flamblitz hat hier super viel Schaden gemacht. Okay, okay, okay. Das ist nicht so schön. Das ist auch wahrscheinlich physisch defensiv ein Gedankengut-Set, denke ich mal, ja. Mit den Überresten. Ah, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich habe das Gefühl, das Matchup ist aktuell nicht so gut für uns. Da müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Okay. Was können wir hier reinwechseln in Comfy? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß aktuell nicht, was wir hier machen können. Ich müsste eigentlich meine Tarnsteine am besten legen, ne? Wäre eigentlich ganz nice. Problem ist, dass das Ding jetzt wahrscheinlich auf Gedankengut gehen wird. Ich werde jetzt hier in mein Sandsammler-Ding gehen, in mein Kolossand. Und wahrscheinlich jetzt erstmal auf Toxin gehen, weil ich denke mal, das Ding wird jetzt hier Gedankengut oder so einsetzen. Und da kommt die Kraftreserve. Kraftreserve Wasser? Nee, Kraftreserve. Was für eine Kraftreserve kann das sein? Die war neutral effektiv auf Kolossand und sollte gegen Dingens gehen. Gegen Fuego. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich überlege gerade, was es sein könnte. Oder hat er irgendwas predicted? Kraftreserve Feuer? Nein. Also eigentlich würde man jetzt hier, glaube ich, Kraftreserve Feuer oder Boden spielen. Das war wahrscheinlich Kraftreserve Boden. Das kann gut sein. Und ich denke mal, ich habe jetzt hier keinen Grund, nicht auf Toxin zu gehen. Er geht auf Gedankengut sehr, sehr nice. Und das Matchup sollten wir gewinnen, weil solange wir jetzt hier das Toxin treffen, können wir uns immer schön gegenheilen und ihm langsam aber sicher Schaden machen. Also ja, wir treffen sehr, sehr gut. Das heißt, dieses Ding ist schon mal vergiftet und ich habe halt kein Problem damit. Natürlich kann er sowas wie Aromakur haben, aber auf lange Sicht gesehen sollte ich eigentlich das Matchup gewinnen, weil er immer wieder auf Aromakur gehen müsste. Also ich glaube nicht, dass es ihm das jetzt hier bringt, sich groß zu setupen. Ich überlege, ob ich jetzt hier auf Erdkräfte gehe oder auf Kiasauger, um mich noch besser zusätzlich zu heilen. Aber ich glaube, er soll mir nicht so viel Schaden mit seinem Angriff machen. Also gehe ich hier auf Erdkräfte, um ein bisschen mehr Schaden rauszuhauen und vielleicht ja sogar einen Spezialverteidigungsdrop zu bekommen. Und er geht tatsächlich ein weiteres Mal auf Gedankengut. Okay, okay. Das ist interessant. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen aufpassen. Es könnte gefährlich werden, aber wir haben ja das Toxin drauf und deswegen sollte das passen. Er könnte, wie gesagt, Aromakur im Set haben. Aber ich weiß nicht, ob er das wirklich im Set hat. Kraftreserve, Gedankengut. Wahrscheinlich Synthese und Diebeskuss, oder? Das würde ich jetzt vermuten. Das wäre jetzt das Set, was ich jetzt gerade vermuten würde. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Kraftreserve, habe ich gerade eben Kraftreserve Feuer gesagt? Ich meine Boden. Egal. Ich würde sagen, dass ich jetzt hier weiter auf Erdkräfte gehe oder direkt auf Sandsammler.
Ich würde eigentlich sicherheitshalber gerne auf Sandsammler gehen, falls er hier angreift, genau, Diebeskuss. Und ich weiß nämlich nicht, wie viel Schaden das macht. Deswegen möchte ich erstmal schauen und okay, das ist gar nicht so viel Schaden. Ja, das passt. Das heißt, ich kann mich jetzt hier wieder schön hochheilen. Und er verliert halt das Matchup. Solange er keine Aromakur im Set hat, bringt ihm das halt nichts. Und ich denke mal, dass er jetzt hier auf Aromakur gegangen wäre, weil er hier auf Diebeskuss gegangen ist, um anzugreifen. Und das zeigt mir eben, dass er wahrscheinlich keine Aromakur hat. Ich hoffe, es war verständlich, mein Gedankengang. Aber ja, wie gesagt, ich denke mal, dass er hier keine Aromakur hat. Und er wird natürlich weiter auf Gedankengut gehen. Deswegen bin ich auf Erdkräfte gegangen. Aber wie gesagt, auf lange Sicht bringt ihm das Matchup nichts und ich wäre hier wahrscheinlich hier rausgewechselt, um ehrlich zu sein. Aber ja, er wird sich schon was dabei denken. Ja, das macht halt keinen Schaden, aber wie gesagt, Vergiftung kommt und Überrest und so weiter und so fort. Ja, dann können wir so lange mal ein bisschen reflektieren, wie so die Zeit in Sonne und Mond bisher war. Und ich muss sagen, Sonne und Mond hat sehr, sehr viel Gutes gebracht. Natürlich auch einiges, was das Meta stark unbalanced hat, beziehungsweise muss man sagen, dass es aktuell immer noch kein richtiges Meta gibt. Also es gibt noch viele Sachen, die unbalanced sind, die noch verändert werden müssten zum Beispiel, die noch eine Zeit lang brauchen, bis sie sich eben normalisieren. Also beispielsweise das Oyo-Meta aktuell hat einfach sehr, sehr viele Pokémon, bei denen man stark diskutieren könnte, ob das nicht vielleicht zu OP wäre, wenn dieses Pokémon noch weiter drin sein würde, wie zum Beispiel Magierna, Ash Quajutsu, das normale Quajutsu und so weiter und so fort. Kabufala haben ja auch einige gesagt, mittlerweile finden viele Leute, dass Kabufala nicht mehr so das große Problem ist. Aber wenn zum Beispiel Magierna aus dem Tier rausfliegt, ist Kabufala schon etwas größeres Problem. Ha, deswegen, ich weiß nicht, mal gucken, wie sich das so im Laufe der Zeit und vor allem in Ultrasonne und Ultramond entwickeln wird. Das wird ganz interessant zu sehen sein. Und auch in den unteren Tiers. Ich finde auch generell, dass die unteren Tiers super interessant aktuell aussehen, weil man im Vergleich zu Oras einfach Mons in unteren Tiers hat, die man damals niemals da gesehen hätte. Also vor allem wegen der Tatsache, weil es eben aktuell so viele Pokémon gibt. Durch Sonne und Mond sind ja auch nochmal viele weitere dazugekommen. Und dementsprechend ist manchmal einfach kein Platz mehr jetzt hier für eigentlich ziemlich gute Pokémon im Tier, weil das Ganze ja über die Usage geht und nicht über die Stärke. Also über die Nutzbarkeit oder wie oft es genutzt wird. Und ja, deshalb mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich denke mal, Ultrasonne und Ultramond kann eine Zeit lang echt viel Spaß machen. Ich habe halt, wie gesagt, die Angst, dass es vielleicht nach einem Jahr schon dann nicht mehr so viel Spaß machen wird oder einfach uninteressant wird. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass nächstes Jahr noch kein Spiel kommen wird, also kein neues Spiel. Es gibt ja das Gerücht, dass die neue Generation für die Switch nächstes Jahr kommen soll. Ich bezweifle es tatsächlich, denn ein Spiel in so kurzer Zeit für eine neue Konsole zu machen, glaube ich eher nicht. Also da gibt es natürlich einige Gerüchte, aber ich würde diesen Gerüchten jetzt aktuell nicht Glauben schenken und deshalb, ja, also mal gucken, wie sich das entwickeln wird, aber ich denke mal, dass es wahrscheinlich 2 Jahre noch dauern wird, bis wir ein neues Spiel bekommen. Und dementsprechend müssen wir halt lange Zeit mit diesem Meta dann klarkommen. Und ich hoffe mal, wie gesagt, dass es lange Zeit interessant genug bleibt. Aber das ist eher was für die Zukunft, nicht was die Vergangenheit angeht. Denn wie habe ich generell so die vielen Wi-Fi-Battles empfunden? Da muss ich sagen, ich hatte einfach super, super viel Spaß. Egal, ob es gegen euch Zuschauer war, wo ich in verschiedenen Tiers gespielt habe oder einfach random Teams zusammengebastelt habe, irgendwelche Fun-Teams gebaut habe oder natürlich auch gegen andere Poketuber gekämpft habe. Ich hatte immer sehr viel Spaß und ich denke mal, das haben auch bemerkt. Und ich hoffe einfach mal, dass wir diese Zeit auch in Ultrasonne und Ultramond haben werden und dass ich da auch einige Wi-Fi-Battles gegen euch, gegen andere Poketuber bringen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit. Und man sieht hier wirklich, das ist ein langes Matchup. Und es ist jetzt hier ganz gut gewesen, um hier einfach mit mir die Möglichkeit zu geben, ein bisschen hier über das Thema zu reden. Und einfach mal ein bisschen zu reflektieren. Aber man sieht, uns beiden bringt uns ist wirklich nicht viel. Und ja, keine Ahnung. Also, Moment. Ich muss mal einmal ganz kurz was nachschauen. Bin ich blöd? Oder Toxin endet doch irgendwann, oder? Also nicht endet, sondern irgendwann bekommt man nicht mehr Schaden. Ich glaube, man bekommt irgendwann nur 50% noch, oder? Das müsste ich einmal jetzt nachschauen. Nach spätestens 6 Runden ist ein Pokémon, das sich in keiner Weise erholt hat, also besiegt. Ja gut, das ist nicht das, was ich wissen wollte. Ich frage mich gerade, ob Toxin sich immer weiter stackt, jede Runde oder nicht. Denn das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe das nie wirklich nachgeschaut oder ausprobiert. Ich überlege gerade, ob ich auf was anderes gehen soll als
Sand sammeln. Aber ich glaube, ich gehe so auf die Erdkräfte, weil ich mir vorstellen kann, dass er auf Gedankengut geht. Nein, tut er nicht. Aber ist auch okay, weil ich jetzt in der Range sein sollte, durch die Überreste, dass ich immer noch einen Diebeskuss überlebe. Wobei es wahrscheinlich eine Roll ist, oder? Ich weiß es nicht. Und ich hoffe hier vielleicht auch mal auf einen Volltreffer. Vielleicht klappt's ja. Nee, leider nicht. Ah, das ist nervig. Das ist einfach sehr, sehr nervig, weil ich aktuell nicht weiß, wie das mit dem Toxin ist. Das habe ich nämlich nicht mehr ganz im Kopf, wie das ganz genau ist. So, und jetzt ist es eine Roll, ob er mich besiegt. Das wäre halt ein bisschen blöd, wenn er mich jetzt besiegt. Okay, die KP-Leiste bewegt sich sehr schnell. Ich glaube, ich hätte weiter Sandsammler einsetzen können. Ich glaube, das war ein Missplay. Aber mal gucken. Er geht auf Diebeskuss. Bitte kill nicht. Bitte lass mich das überleben. Bitte Kolossant. Bitte. Ah, easy. Und jetzt sehen wir einfach mal gleich, wie das mit der Vergiftung sein wird. Ob es ihn jetzt langsam aber sich aus dem Spiel nimmt. Wäre nämlich nice, weil ich gerne dieses Komfi endlich weghaben möchte. Dieses Kurelei. Ha, Mann. Wieso muss man sich dagegen setupen? Jungs, bitte. Das tut man nicht. Kurelei. Setup man nicht so. Okay, und? Wie wird das jetzt mit der Vergiftung sein? Ich denke nämlich, dass sie immer noch Schaden macht. Also mehr Schaden als vorher. Oder? Ja. Okay. Ich glaube, nächstes Mal sollte es ihn besiegen. Das ist nice. Das ist sehr gut. Also kann ich weiter auf Sandsammler gehen und endlich das Ding hier hoffentlich in der nächsten Runde begraben lassen sozusagen. Außer setzt hier einen Volltreffer. Das wäre natürlich nervig. Aber glücklicherweise ist das nicht passiert. Und ich glaube, er sollte jetzt hier sterben. Ich heile mich natürlich nochmal auf. Und damit sollten wir, glaube ich, dieses Pokémon endlich besiegt haben, oder Jungs? Bitte klappt es? Natürlich werden wir jetzt hier noch vor die Überreste auf beiden Seiten sehen. Aber danach sollte das Toxin ihn besiegen. Und wenn er mit einem KP überlebt, dann bin ich traurig. Dann bin ich sehr traurig. Aber für die Wissenschaft, Jungs. Ne? Für die Wissenschaft, ihr wisst jetzt Bescheid. Kurelei wird wahrscheinlich doch besiegt durch das Toxin, oder? Ja. Also das Toxin geht doch weiter als nur 50%. Ich dachte nämlich aus irgendeinem Grund bei 50% stoppt es oder so. Aber nein, tut es nicht. Also gut zu wissen. So, jetzt haben wir schon mal das Ding wegbekommen und Kolossant ist wieder ganz gut dabei. Also ja, ich kann zufrieden sein, glaube ich. Und vor allem hat er jetzt einen Grandiras-Check weniger, was auch nice ist. Er geht in Blastoise. Gefällt mir das? Nee, eigentlich nicht. Brauche ich Kolossant, überlege ich gerade. Ist das Ding so wichtig? Ja, eigentlich für Donphan. Ich glaube, ich gehe wieder in Maurice rein. Ich glaube, ja. Und dann werde ich auf Ränkeschmied tatsächlich gehen. Weil ich mir vorstellen kann, dass er entweder drin bleibt und den Double wieder erwartet oder geht in Bronzong wieder und dann bekomme ich guten Schaden mit dem Donnerblitz rauf. Und bitte keine Verbrennung. Bitte nicht. Das wird mir jetzt hier den Plan ein wenig kaputt machen. Bitte keine Verbrennung. Dankeschön. Da habe ich echt Glück, was das angeht heute. Ah, das ist schön. Ich hatte generell das Gefühl, dass in Sonne und Mond ich relativ wenige Verbrennung mit Siedewasser bekommen habe. Also ich und auch der Gegner jeweils. Also nicht dieser Gegner, sondern generell immer die Gegner. Das fand ich interessant. Ich glaube nicht, dass das irgendwie sich verändert hat, die RNG, ohne dass man irgendwas davon mitbekommen hat. Irgendwie ganz sneaky haben sie da irgendwas im Code verändert. Glaube ich, denke ich mal nicht. Aber trotzdem ist das interessant zu sehen, dass dieses Jahr sozusagen nicht so stark von Siedewasserverbrennung geprägt wurde. Okay, und Donphan ist tatsächlich nervig. Mit diesem Play habe ich hier tatsächlich nicht gerechnet. Und ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Weil Psychoschock nicht so viel Schaden machen wird. Ich muss eigentlich rauswechseln. Ich glaube, ich gehe hier in Kolossant. Auch wenn ich hier vielleicht durch zwei Erdbeben besiegt werde. Aber ja, ich muss wohl darauf gehen, weil mein Ding ist noch zu wichtig. Mein Affe. Kommandutan. So. Abschlag kommt. Ja, okay. Das hatte ich auch vielleicht noch im Hinterkopf und das macht leider zu viel Schaden, so dass Erdbeben jetzt hier ausreichen wird. Das ist ein bisschen nervig. Vielleicht macht er hier ein Missplay, hier auf jeden Fall Fliegersauger. Er geht auf Eissplitter. Das könnte ich vielleicht sogar tanken, weil ich physisch defensiv bin. Nee. Ich weiß, es ist sehr effektiv und so weiter und so fort, aber es ist kein Step und es ist nur eine 40er Base-Attacke, deswegen war die Hoffnung da, aber machst du nichts. So. Problem ist jetzt, dass ich dieses Ding irgendwie anschippen muss, damit ich hier irgendwie überhaupt eine Chance habe. Das ist nervig. Und ich merke, dass mein Grandiras nicht so viel macht, solange das Bronzong da ist. Und generell ist Bronzong so ein großes Problem. Ach, bitte. Das ist gar nicht cool. Bronzong ist so ein großes Problem. Das ist echt nervig. Okay, wie kann ich das handeln? Ich muss in Dingens gehen, in meinen Bundleby, glaube ich. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das Match hier nicht gewinnen kann, aktuell. Ja, und das Problem ist, dass ich jetzt hier in Bronzong gehen kann. Ich müsste eigentlich jetzt hier einen Double wagen.
Andererseits kann er auch einfach drin bleiben. Weil er so oder so einen Hit überlebt. Deswegen, ja, ich gehe jetzt hier auf Mondgeweiht. Er geht tatsächlich in Bronzong, oder? Ja, er geht in Bronzong. Er hat halt keinen Grund, das nicht zu tun. Das ist halt das Blöde. Das ist halt das Blöde. Jetzt überlege ich gerade, was ich hier mache. Das macht sogar mehr Schaden als gedacht. Ich glaube, ich werde hier einfach auf Käfergebummen gehen, um das Ding hier anzuchippen. Ja. Weil mein einziger Play ist aktuell nur, ja, irgendwie sein Team anzuchippen. Wobei, ich bin fast nicht auf Fighter reingegangen. Oh, ich habe gemissklickt. Nein. Ich hoffe, er macht irgendwas Blödes. Er wechselt raus. Ja. wieso habe ich das im Hinterkopf gehabt, dass er vielleicht das macht? Weil er meinen Fuego erwartet. Nice. Easy. War natürlich alles predicted, Jungs. Easy ist Play. Aber dann wäre Käfergebrumm trotzdem schlauer gewesen. So, dann gehen wir hier auf Käfergebrumm. Wobei Mondgeweiht vielleicht doch noch schlauer wäre. Aber nee, er geht tatsächlich raus. Wieder ein Bronzong. Das heißt, ich bekomme jetzt relativ guten Schaden drauf. Und es ist halt mein Play aktuell, sein Team anzuchippen, damit Gramniras vielleicht noch was machen kann. Und dafür muss Bronzong stark angechippt sein und sein Donphan. Dann kann Gramniras tatsächlich noch was machen. Und Turtok ist vielleicht auch noch ein bisschen nervig. Aber das sollte ich Turtkern können mit einem Wutanfall, wenn ich bei plus 1 bin. Und das ist jetzt sehr, sehr nice, weil Käfergebrumm jetzt seinen Bronzong besiegen sollte. Und jetzt kann Bundle Vision noch einiges machen. Sehr, sehr cool. Also, das ist gerade doch besser verlaufen, als ich gedacht habe. Ihr dachtet, dass ich verlieren werde? Ha, da habt ihr wohl nicht genug an mich geglaubt. Gut, ich habe selber nicht an mich geglaubt, aber egal. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Dann konnten wir hier immer dieses Ding auf die Bretter schicken und jetzt kommt Tektas rein. Und Tektas ist bekannt für seine Prioritäten. Und deshalb werden wir hier nicht drinbleiben. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt hier seine Wasserattacke oder seine Käferattacke predicten sollte. Aber eigentlich wäre Gramniras hier in jedem Fall ganz gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. Weil Cassandra kann auch relativ wichtig sein und deswegen wechsle ich hier tatsächlich in Gramniras rein, weil ich sowohl die Wasserdüse als auch die Überrumpler-Attacke tanken sollte. Also ganz gut abfangen sollte. Und wir sehen die Wasserdüse, das ist sehr nice. Das ist sehr, sehr gut und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es beendet ist. Und jetzt ist die Frage, ob ich mich setupen möchte oder nicht. Ich habe halt Steinhagel im Sender und ich weiß aber nicht, ob Tektas das tanken kann. Ich denke schon, also dass ich Tektas unter 50% hauen kann. Wegen der Fähigkeit Rückzug. Aber ich glaube, dass es das Überleben, also dass es über 50% haben wird nach der Attacke. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er hier in sein Donphan geht. Aber ich glaube, es bringt jetzt hier aktuell noch nichts, auf Trantan zu gehen. Solange er noch dieses Donphan hat. Ja, ich gehe, glaube ich, erstmal auf Steinhagel. Weil wechselt hier in Donphan und ich muss eigentlich aktuell nur seine Robustheit erstmal anknacksen. Aber er geht tatsächlich in Turtok rein, okay. Das ist interessant. Den Chip nehme ich auch erstmal. Den Chip nehme ich, ja, das ist ein guter Chip. Den nehme ich auf jeden Fall. So. Er wird hier wahrscheinlich auf Eisstrahl gehen. Das Gute ist, dass er seinen Bronzong verloren hat. Das heißt, mein Kommandutan kann hier ein bisschen mehr machen. Ich werde jetzt hier auch in Kommandutan reingehen. Es wird wahrscheinlich wieder ein Eisstrahl kommen. Und aktuell sehe ich sogar Chancen, noch das Match zu gewinnen. Aber es wird nicht einfach. Ich kann das immer noch hier wegwerfen, wenn ich hier nicht ordentlich spiele. Es wird auf jeden Fall ein spannender letzter Kampf. Hoffe ich, denke ich. So, jetzt kommt hier das Toxin. Gut gemacht von ihm, gut gemacht. Aber ich habe jetzt hier erstmal die Möglichkeit, auf einen Fokusschuss zu gehen. Ich werde hier tatsächlich den Fokusschuss riskieren, weil ich denke, dass er hier in Donphan gehen wird. Und ich will gerne relativ viel Schaden drauf bekommen. Wenn es halt eine Nullrunde wird, weil es daneben geht, dann ist es halt so. Aber ich möchte gerne diesen Schaden raufbekommen und den bekomme ich vor allem durch Vogelstoß, weil Psychoschock mir nicht viel Schaden bringen wird. Und Vogelstoß sollte soliden Schaden bringen, solange das Ding kein Offensivfest hat. Also Vogelstoß, go! Bitte triff einfach und bitte geh in Donphan, dann wäre es schon ziemlich nice. Aber ich denke mal, dass Donphan jetzt hier reingewechselt wird, weil er mit dem Donnerblitz rechnet. Und Tektas. Was? Okay, den Play verstehe ich nicht ganz. Hat er das predicted? Weil ich hätte doch einfach auf Donnerblitz gehen können. Oder hat halt eine Offensivweste oder so. Und hätte das wahrscheinlich getankt. Keine Ahnung. Aber den Play verstehe ich nicht ganz. Hm. Okay. Problem ist jetzt, dass hier Überrumpler kommen kann. Ah, oh, das ist nervig. Und eigentlich brauche ich Maurice noch. Kann ich Fuego opfern? Ich glaube nicht, dass nämlich tatsächlich, dass Fuego nicht so wichtig ist, ja. Er hat auch noch Tandrak, was ich auch noch im Hinterkopf behalten muss. Aber ich glaube, dass Fuego echt nicht wichtig ist, jetzt wo Bronzong weg ist. Finde ich tatsächlich wirklich nicht wichtig.
Also opfere ich das. Ist ein bisschen schade, weil ich denke mal, dass Fuego doch ein bisschen was hätte machen können, aber ich glaube, das ist das Pokémon, was ich heute, nicht heute, aktuell am ehesten opfern könnte. Er wechselt tatsächlich raus. Okay. Ich bin aktuell komplett verwirrt. Hat er jetzt mein Fuego predicted? Wieso ist er dann nicht auf die Wasserattacke gegangen? Was hat er predicted? Ich habe keine Ahnung. Er hat wahrscheinlich mein Grandiras predicted? Kann das sein? Das kann natürlich auch sein. Okay. Das ist okay. Wisst ihr was? Den Chip nehme ich jetzt und ich gehe einfach auf Dark Lariat. Ja. Den Chip nehme ich jetzt gerne. Und er bleibt drin. Das heißt, ich sollte 30% schon darauf bekommen, oder? 30%? Ja, ja, so circa. Das ist okay. Den Schaden nehmen wir. Den Schaden nehmen wir. So. Was mache ich jetzt, ist die Frage. Was mache ich jetzt? Ich glaube nämlich, dass Bundlebee halt hier auf dieser Stelle noch nicht killen wird. Also seinen Blastoise killen wird. Eigentlich wären die Tarnsteine mal wichtig für dieses Zekdas, damit das nicht die ganze Zeit raus und rein wechseln kann. Schwierig. Aber eigentlich ist Kommandutan, glaube ich, hier der Play, den ich hier machen möchte. Und ich glaube, dieses Mal wird er in Donphan wechseln, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich verstehe aktuell nicht, was er hier macht. Ich kann nicht in ihn hereinschauen. Hineinschauen. Nicht hereinschauen. In seinen Gedankengang. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Psychoshock wäre wahrscheinlich der Midground-Play, ne? Donnerblitz, wenn ich hier predikte, dass er wieder ein Tektas oder Tektas geht oder Blastoise drin lässt. Oder Fokusstoß, wenn ich sein Donphan erwarte. Ich gehe auf Fokusstoß. Er wechselt raus. Ich glaube, dass er diesmal wirklich auf Donphan gehen wird. Wieso wechselt er in Tektas? Ich verstehe es gar nicht. Wieso macht er das? Ich verstehe diesen Player einfach nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich. Er hat doch den Donnerblitz gesehen. Hat er es vergessen? Was predicted er? Bin ich blöd? Ich weiß, ich sollte auch manchmal einfach den safe Play machen, aber hä? Ich gehe einfach auf Donnerblitz. Er wird jetzt wahrscheinlich auf Überrumpler gehen, aber jetzt ist mir alles egal. Nee, das sollte es mir eigentlich nicht. Er geht auf Überrumpler, ja. Ich bin einfach nur verwirrt. Ich werde jetzt hier, glaube ich, in Volvox gehen, weil ich eine Wasserdüse tanken kann. Und werde, oder? Ich bin gerade einfach nur verwirrt. Ich gehe hier in Grandiras rein. Ich bin gerade einfach nur verwirrt. Ich glaube, man merkt es. Problem ist, dass ich auf Donphan nicht den Chip bekommen habe. Den ich ja nicht haben wollte. So, ich glaube, ich gehe jetzt hier auf Drachentanz. Er bleibt tatsächlich drin, okay. Was macht er jetzt hier? Was ist seine beste Attacke gegen mich? Aqua-Durchstoß? Wahrscheinlich? Fragezeichen? Blutsauger. Ja, okay, das sollte nicht so viel Schaden machen. Das ist okay. Ich glaube, man merkt es. Ich bin einfach gerade verwirrt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich bin, glaube ich, einfach blöd gerade. Kann das sein? So, die Prunusbeere bringt mir ja auch nicht wirklich viel. Ja, ich gehe jetzt hier auf Steinhagel. Ich hoffe, dass er in Donphan geht. Das wäre tatsächlich super. Aber er geht auf Tiefschlag, okay. Nochmal ein bisschen Chip-Damage draufbekommen. Und wir gehen hier auf Steinhagel. Das sollte ihn unter 50% hauen. Jo. Also hätte Steinhagel ohne Boost wahrscheinlich ihn nicht unter 50% gehauen. Interessant, interessant. Und jetzt kann er halt irgendwas reinwechseln. Jetzt überlege ich einfach auf Wutanfall zu gehen. Bei Eissplitter wird mich nicht killen. Ist das der Play, den ich machen möchte? Weil ich glaube, Bundlebee kann hier tatsächlich noch ziemlich viel machen. Er wird hier auf Eissplitter gehen. Da bin ich mir sicher. Ja, ich glaube, mein Play ist es hier auf Wutanfall zu gehen. Ich glaube, das muss ich machen. Er geht nicht auf Eissplitter, okay? Also, ja. Geht er wahrscheinlich auf Erdbeben? Ja. Okay, okay. Das heißt, er wird mich jetzt hier wahrscheinlich besiegen. Und wenn nicht, wird Eissplitter dann ausreichen. Und jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Jetzt muss ich gut überlegen. Ich muss eigentlich in Bundlebee gehen und hoffen, dass ich einen Eissplitter tanke. Darauf muss ich aktuell hoffen. Ja. Und dann muss ich irgendwie mit Volvox gewinnen. Okay, aktuell sieht das nicht so gut aus. Vor allem, wenn er noch die Tektas hat. Ja, ich gehe jetzt hier auf jeden Fall auf Käfergebrumm, Psychokinese, Mondgewalt. Ich weiß gerade nicht. Nee, Mondgewalt ist hier das Beste, glaube ich. Ey, auf Eissplitter war klar. Das solltest du tanken, Cassandra. Okay, du tankst das. Problem ist jetzt, dass er in seinen Tektas gehen kann. Und das ist echt nervig.
Ich hätte einfach auf Donnerblitz gehen können und hätte ich vielleicht gewonnen. Aber ich verstehe nicht, wieso er zweimal seinen Tech... Keine Ahnung, erklär es mir, Barty. Ich weiß es nicht, ich bin einfach blöd anscheinend und habe einfach zu viel predicted und ich hätte auf Donnerblitz gehen müssen. Aber das wäre nicht Present LP, der Kanal Present LP, wenn ich sogar ein bisschen Predict LP im letzten Wi-Fi Battle stecken würde. Deswegen ja. haben wir das wahrscheinlich verloren, weil ich blöd bin. Das nervt mich gerade wirklich, dass ich nicht einfach auf Donnerblitz gegangen bin. Das hätte ich tun sollen. Aber okay, hätte Fahrradkette, wie man so schön sagt. Reicht Tiefschlag aus? Ich denke nicht, aber das ist, glaube ich, aktuell meine einzige Chance, irgendwie auf einen Tiefschlag-Crit zu hoffen. Nee, aber es wird nicht ausreichen, er hat zu viele KP dafür. Ich gehe auf die Steinkante und hoffe, dass er irgendwie einen Fehler macht. Aber er geht auf die Wasserdüse. Das sollte ich vielleicht tanken, aber ich habe halt einen Lebenmob und besiege mich selbst. Deswegen, also jetzt noch nicht, aber in der nächsten Runde dann. Ja, schade, schade, schade. Ich glaube tatsächlich, dass ich das gewonnen hätte, wenn ich auf Donnerblitz gegangen wäre. Und das ist traurig. Zumindest ein einziges Mal. Ich bin verwirrt. Ich glaube, man merkt es. Aber es ist okay. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an diesem Kampf. Wir können das hier leider nicht mehr gewinnen, aber wir können jetzt hier nochmal guten Schaden auf dieses Dragalge raufbekommen. Also nehmen wir das. Vielleicht endet er das Ganze sogar mit einer Z-Attacke. Wobei kann er gar nicht, weil ich mich selber aus dem Spiel nehme. Never mind. Dann sehen wir hier nochmal sehr, sehr schönen Schaden, aber es bringt mir halt am Ende des Tages nichts mehr. Ja, ich glaube, ich hätte es echt gewonnen, wenn ich einfach auf Donnerblitz gegangen wäre. Ich bin blöd, ich hasse mich. Aber okay, Ultrasonne und Ultramond wird wahrscheinlich auch nicht mit viel weniger Predict RP laufen, aber das ist okay. Darum habt ihr mich bestimmt abonniert oder so, keine Ahnung. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.